die teuren Uhren von Rappern, von deutschen Rappern, Shindy und so weiter. Vielleicht das, meint ihr das? Und heute wollen wir uns mal zusammen die teuersten Uhren von deutschen Rappern ansehen. Das Hauptthema in diesem Video sind schon Uhren, aber es geht allgemein um Schmuck, also kann es auch sein, dass ein paar andere Teile als Uhren auch noch mit drin vorkommen. Und es sind 10 Rapper mit unterschiedlichem Schmuck in dieser Liste und Alter, ist das Sido da oben? Er sieht ja mal ordentlich aus, so. damit ich es etwas spannender gestalte, habe ich das Ganze. Die Stimme ist auf jeden Fall sehr wild, ey. Ja, meine Freunde, heute gucken wir uns einmal. Das war mein Fahrrad als ein nicht. Ranking aufgebaut. Ich will aber im Vorfeld sagen, dass ich niemandem versichere, dass die Preise zu 100% stimmen. Platz Nummer 10, UFO 361. UFO 361 eröffnet dieses Rank. Boah, hat sich auch brutal verändert, ne? Also das Video ist 2 Jahre alt für alle, ne? Der Rapper aus Berlin-Kreuzberg und CEO von dem Label Stay High ist nämlich mit einer seiner 2 verschiedenen Rolex-Uhren in dieser Liste. Ich habe mich für seine Rolex GMT Master 2 in Wusste gar nicht, Silber dass er mit die dem hat. schwarzen Zifferblatt entschieden. Und diese Uhr soll wohl ungefähr einen Wert von etwas über 8000 Euro haben. Platz Nummer 9, Bowser. Auf dem 9. Bowser. Platz haben wir den Musiker aus Bietigheim-Bissingen und zwar Bowser. Und zwar konnte man in seinem neuesten Musikvideo sehen, wie er sich eine Rolex und ein Goldring gekauft hat. Ob es jetzt nur Tatsache. für das Video war oder ob sie ihm wirklich gehören, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus. Und zwar konnte man in dem. Hey, soll ich mir. Okay, ich mach mal die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Jetzt. Guck mal, wie es sich jetzt anhört. Video sehen, wie Bowser in den Rolex-Laden Geht auf reingeht jeden Fall und im klar. Endeffekt rausgeht mit einer Rechnung in Höhe von 12.250 Euro. Platz Nummer 8, Hannibal. Auch der Rapper von den Asylax ist wie eigentlich auch fast jeder andere in dieser Liste mit einer Rolex. Auf diesem Bild kann man sehen, wie Hannibal die Rolex Submariner trägt und zwar soll sie ungefähr 12.500 Euro Was? kosten. Was für eine Submariner ist das denn, ey? Vielleicht Deep Sea oder was? 12 Mille. Nummer 7, Jizzes. Als nächstes haben wir das Mitglied Jesus, Alter, was hat der denn für eine Uhr? Habe ich noch gar nicht wahrgenommen. der 187 Straßenbande und zwar den guten Jizzes. Anders als die anderen trägt er hier keine Oh, AP Diver. Rolex, sondern eine Audemars Piguet, aber auch diese hat einen stolzen Preis, denn laut Angaben aus dem Internet soll die wohl ungefähr 18.000 Aus dem Euro kosten. Internet. Platz Nummer 6, Farid Bang. Bei Farid Bang haben wir dann auch nochmal etwas anderes. Oh, was hatte der zu der Zeit, ey, vor 2 Jahren? Entweder eine Datejust Iced Out oder die Day-Date in Weißgold. Ich weiß gar nicht mehr, was er zu. Als eine Uhr, und zwar seine Kette. Das ist die Kette, die er auch im Musikvideo zu den 100 Bars vom Album Blut getragen hat. Und So. diese Kette soll, wie er selber gerappt hat, 20.000 Euro gekostet haben. Platz Nummer 5, Bones MC. Auf dem 5. Platz haben wir nochmal ein Day-Date. Mitglied der 187 Straßenbande und zwar das Oberhaupt Bones. Auch dieser trägt eine Rolex und zwar eine Day-Date in Gold mit einem schwarzen Zifferblatt. Da Und auch steht ihm diese kostet aber. einiges und zwar soll sie wohl, wie ich es rausbekommen habe, einen Wert von 21.000 Euro haben. Platz Nummer 4, Shindy. Ist auch krass, ne? Damals lag so eine 40er Day-Date, ich glaube bei so 24 oder so oder 23.000 Euro. Und für eine gebrauchte muss man jetzt schon 29 bezahlen. Unglaublich, ey. Auf dem 4. Platz haben wir Pretty Motherfucker named Shindy, aka Shindy, mit seiner Rolex Day-Date. Allerdings hat er nicht, wie die anderen in diesem Ranking, sich die Uhr selber gekauft, sondern er hat sie von seinem Das ist Vater ein vererbt 36er. bekommen. Da! Und diese Rolex Day-Date in Gelb-Gold, die Shindy trägt, soll wohl einen Wert von knapp 27.000 Euro haben. Platz Naja, das kommt jetzt nicht hin, aber es ist eine 36er, schöne. Nummer 3, Flair. Der CEO von Maskulin, und zwar Flair, steht mit seiner Rolex auf dem 3. Platz. Bei Flair haben wir wieder einen klaren Preis, und zwar hat er letztes Jahr in seinen Interviews öfter erwähnt, dass seine Rolli 30.000 Euro gekostet hat. Platz Nummer 2, Haftbefehl. Ist der Listenpreis, den er gerade gesagt hat, ne? Bei Haftbefehl bin ich mir nicht ganz so sicher, ob der Preis, den ich im Internet gefunden habe, auch stimmt. Und zwar trägt er auch eine goldene Rolex, allerdings stand im Internet, dass diese Uhr 31.500 Euro wert sein soll. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass es richtig ist. Ansonsten, falls es falsch ist. Aber man sieht schon, ne, diese Day-Date-Thematik ist eigentlich überall präsent. Also eine Day-Date hat jeder in seiner Kollektion, ne? Und Platz Nummer 1, K1. Und auf dem 1. Platz ist K1 und zwar nicht mit einer Rolex, sondern mit einer Audemars Piguet. Ich glaube, dieselbe Uhr hat Azad auch, meine ich mich erinnern zu können. Der war auch mal im Geschäft.
haben wir darüber gesprochen. Ich meine, er hat entweder nur den Kopf oder auch das komplette Armband auch mit der, mit, also als Iced Out. Seine Uhr soll laut Angaben von Bild.de wohl stolze 35.000 Euro gekostet haben und somit ist er auf Platz 1 in diesem Ranking. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Kanal-Abo sehr... Tja, sonst gibt's, glaube ich, jetzt in dem Bereich nichts Neues.